Alexa, Poolpumpe an. Möchtet ihr wissen, wie ihr eure Poolpumpe über Amazon Alexa steuern könnt? Dann seid ihr hier genau richtig. Alles, was ihr hierzu braucht, ist eine WLAN-Versorgung, eine Amazon Alexa und ein Outdoor-Stecker, der Alexa-kompatibel ist. Als Funksteckdose nutze ich seit langer Zeit von der Firma Meros das MSS 620. Es hat zwei Steckplätze, integriertes WLAN und ist voll Amazon Alexa fähig. Es hat eine maximale Ausgangsleistung von 10 Ampere und kostet bei Amazon um die 30 Euro. Ich verlinke es am Ende des Videos. Verbindet die Steckdose mit dem Strom und schließt eure Pumpe in eins der Steckdosen ein. Ich habe mir noch eine Schraube hingemacht, damit die Steckdose schön verstaut ist. Installiert auf eurem Smartphone die Meros App aus dem jeweiligen Store und öffnet diese. Es stellt euch bei Meros einen Account oder wenn schon vorhanden, meldet euch mit eurem bestehenden in der App an. Wechselt dann in den Home-Bereich und klickt rechts oben auf das Plus, um ein neues Meros-Gerät hinzuzufügen. Wählt in der Auswahlliste als Gerät den Eintrag Outdoor Plugin aus. Prüft, ob die Steckdose so blinkt wie in der App beschrieben. Nun müsst ihr euch mit dem WLAN, welches die Steckdose ausstrahlt, verbinden. Wechselt hierzu in eure WLAN-Einstellungen des Smartphones und wählt das WLAN aus. Dieses beginnt immer mit Meros-SW und einer Nummer. Sobald das WLAN verbunden ist, wechselt wieder zur Meros-App zurück und bestätigt, dass ihr mit dem Netz bereits verbunden seid. Die Einrichtung dauert nur ein paar Sekunden. Nun verlangt die App, dass ihr einen Namen für die Steckdose zur Identifizierung vergebt. Wir nehmen hier einfach mal als Beispiel Poolsteckdose. Nun könnt ihr noch ein Bild zur besseren Identifizierung zur Steckdose beifügen. Ich habe hier schnell ein Bild vom Pool gemacht und das angefügt. Wählt nun euer WLAN aus und gebt das WLAN-Kennwort ein, mit dem sie die Steckdose verbinden soll. Die Steckdose wird nun final eingerichtet. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Wechselt nun in den Bereich Poolsteckdose. Ihr könnt nun manuell schon mal über die App die linke und rechte Steckdose ein- und wieder ausschalten. Klickt rechts oben auf die Striche, um in das jeweilige Menü zu kommen. Klickt in der ersten Zeile bei Gerätenamen Poolsteckdose einmal drauf, um im Untermenü für die linke und die rechte Steckdose Namen zu vergeben. Nehmt hier sinnvolle Namen, da diese Namen von Amazon Alexa genutzt werden. Deaktiviert nun noch den Punkt LED, somit spart ihr ein wenig Strom, da ansonsten die LED leuchtet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Öffnet nun die Amazon Alexa App. Geht auf Skills und Spiele. Rechts oben auf die Suchlupe und gebt Meros ein. Wählt gleich den ersten Eintrag aus. Zur Verwendung aktivieren anklicken. Gebt nun eure Meros Account Daten ein und drückt auf Authorize. Nun ist das Konto verbunden. Klickt nun unten auf Geräte erkennen. Amazon Alexa sucht nun nach der neu eingerichteten Steckdosenleiste im Netzwerk. Wenn ihr nun in der Alexa-App auf Plugins klickt, werden euch dort eure Steckdosen aufgelistet. Nun errichten wir eine Routine, die automatisiert die Pumpe ein- und ausschaltet. Klickt hier auf Routinen. Klickt auf das Plus, um eine neue Routine zu erstellen. Eine Routine Namen vergeben. Wir nehmen hier Poolpumpe an um 7 Uhr. Klickt auf Next.
Wann soll das passieren? Hier machen wir einen Scheduler rein und wählen als Uhrzeit 7 Uhr aus. Und wählen gleichzeitig noch jeden Tag aus. Was passieren soll? Hier wählen wir Smart Home aus und wählen die Poolpumpe aus. Wir lassen den Schieber auf On, weil die Pumpe ja angehen soll. Nun können wir das Ganze sichern. Die erste Routine habt ihr nun eingerichtet. Jetzt wollen wir, dass die Pumpe ausgeht. Klickt wieder auf das Plus, vergebt einen Namen. Poolpumpe aus, 7.45 Uhr. Geht wieder auf Schedule, wählt als Uhrzeit 7.45 Uhr aus und das Ganze täglich. Bei der Aktion wieder auf Smart Home die Poolpumpe auswählen, diesmal den Schieber deaktivieren, weil wir die Pumpe ausmachen möchten. Klickt auf Save. Nun habt ihr zwei Routinen eingerichtet. Die Pumpe geht um 7 Uhr an und um 7.45 Uhr wieder aus. Gleichzeitig, wenn ihr zu Alexa sagt, Alexa, Poolpumpe an, schaltet sich die Steckdose an. Bei Alexa, Poolpumpe aus, schaltet sie sich wieder automatisch aus. Viel Spaß damit! Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Hinterlasst mir doch einfach eure Kommentare und Anregungen.